diesem Video geht unser Ausflug zum Schloss Reit. Das Schloss Reit ist eine Renaissance-Wasserschlossanlage am Niederrhein in Mönchengladbach. Otto von Bühland ließ das Schloss ursprünglich errichten. Die dreiteilige Anlage des Schlosses Reit besteht aus dem Haupthaus, der Vorburg und der Torburg. Hier sehen wir den Eingangsbereich. Schloss Reit ist das besterhaltene Renaissance-Schloss am Niederrhein. Hier sehen wir das Herrenhaus mit dem Arkadengang. Otto von Bühland ließ das Herrenhaus zu einem repräsentativen Gebäude umbauen. Das heutige Museum im Herrenhaus bietet Kunst und Kultur der Renaissance sowie Führungen, Kindergeburtstage und Kurse. Der schöne, beeindruckende Innenhof lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Neben den ständigen Sammlungen bietet das Museum im Schloss auch unterschiedliche Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen an. Außerdem finden hier Events wie der Töpfermarkt, die Sommermusik und das Ritterfest statt. Nicht zu übersehen sind die Pfaue am Schloss. Ungefähr 25 bis 30 Tiere sind auf der Schlossanlage. Die meisten von ihnen sind zahm. Interessant sind auch die Kasematten. Kasematten sind unterirdische Verteidigungsanlagen in den Schutzwällen. Die Festung Schloss Reit war mit Infanterie-Kasematten ausgestattet. Diese können heute besichtigt werden. Der Schlosspark ist ein wunderschöner Ort für Spaziergänge. Das Grabensystem wurde nach den historischen Vorgaben nahezu vollständig wiederhergestellt. Die ehemaligen Befestigungsanlagen im Park sind zum Teil noch gut erkennbar. Schloss Reit ist immer einen Ausflug wert.